Als ich noch klein war, hatte ich Angst vor Schatten, die in meinem Zimmer waren. Ich weiß nicht wieso. Am Tag war es erträglich. In der Nacht war es ein Albtraum. Und ich könnte schwören, dass eines der Schatten Hände bekam. Liebe kann etwas Schönes sein, aber es könnte auch dein größter Albtraum werden. Warum, fragst du? Ganz einfach. Stell dir vor, du bist in einer Beziehung und ihr trennt euch. Du bist am Boden zerstört. Du lernst jemanden online kennen und sie pflegt, natürlich nur online, dein gebrochenes Herz. Ihr verabredet euch. Ort und Zeit gibt sie an. Und am Ende bist du gefangen in irgendjemands Keller. Jetzt sitzt du vor Gericht und musst deine Unschuld beweisen. Dein Verteidiger ist ein inkompetenter Vollidiot, der keine Ahnung von seinem Job hat. Der Richter kann dich sowieso nicht leiden, weil du mal was mit seiner Tochter gehabt hast. Zudem kommt auch noch, dass er die Person, die du angeblich umgebracht haben sollst, geliebt hat, aber dich nicht. Der Richter ist ein Arschloch. Und dein Stiefvater. Du willst ihn am liebsten umbringen, aber du bist Pazifist und bringst niemanden um. Aber die Geschworenen interessiert es nicht. Du wirst verurteilt, bekommst lebenslänglich. Und der Mörder, der wahre Mörder, ist auf freiem Fuß. Aber wer war der Mörder? Wer war der Mörder deiner Mutter? Natürlich der Stiefvater. Und der sitzt immer noch hinter seinem großen Pult und kämpft für eine angebliche Gerechtigkeit.